Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und schön, dass ihr wieder dabei seid zur zweiten Runde im PTU der 3.8. Und ich muss wirklich sagen, das Face-Over-IP, das klappt hier wirklich wieder hervorragend. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, erschreckt euch nicht, hui, da bin ich. Die Face-Cam ist sehr nah. So, ja, ihr könnt hier jede Pore sehen, aber es funktioniert wirklich gut. Ne, hier die Augen, Mund. Oh ja, keine Blomben. ne? So, wir fangen jetzt an, mal uns dieses Planetech V4 anzugucken. Und dafür nehme ich, ich muss mich erstmal so ein bisschen an diese neue Kamera gewöhnen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Denn die ist so ein bisschen anders geworden. Ne, zum Beispiel, wenn man jetzt F4 drückt, kommt man dahin, dann ist man aber erstmal hier in dem Modus. Ja, da muss man Y gedrückt halten, dann kann man drehen. Das war, glaube ich, vorher anders. So, und wenn man jetzt nochmal Y drückt, ist man immer noch in dem Modus. Ja, das heißt also, man kann sich wieder hier, wie auch bei den Schiffen, zwei verschiedene Kameraeinstellungen aussuchen. Ja, das ist doch schon mal ganz cool. Ne? Wie gesagt, und Facecam ist ganz nah. So, wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen und erstmal Stanton 2, also das Crusader-System, unter die Lupe nehmen, was das Planetech V4 angeht. So, und dafür nehme ich mir jetzt erstmal ein Schiff und wir sehen uns, um ein bisschen Zeit zu sparen, gleich wieder. Also, bis gleich.
So, herzlich willkommen auf Celine, Freunde. Und ich muss sagen, das sah doch schon mal wirklich sehr beeindruckend aus, oder? Also ich meine, der Unterschied ist ja, das sind ja Welten. Ja, nicht nur von Weiten, vom Anflug, vom Aufpoppen der Assets. Das ist wirklich das, was ich in den Worst News berichtet hatte, was die Entwickler berichtet haben. Das ist wirklich wahr geworden. Und wir haben jetzt eher ein Ein- und Ausfaden als ein Aufpoppen. Ne? So, das ist schon mal ganz gut. Und hier fliegen auch schon leichte Flocken rum. Ich gucke mir das Ganze nochmal von unten an. Nein, ich habe die Taste verwechselt. Ich wollte eigentlich hier so. Und was auch sofort auffällt, ist, dass die Steine nicht mehr fliegen. Ja, vorher war das ja so, dass die immer so leicht über der Textur geschwebt haben. Das ist jetzt auch weg. Und ansonsten, ja, ich meine, das sah ja vorher auch schon geil aus. Ne? Was aber auch noch sehr auffällig war oder ist, ist die Anzahl der Steine. Ja, wir haben jetzt viel, 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 viel mehr Steine. Ne? Und das ist genau das, was jetzt auch mit dem serverseitigen Object-Container-Streaming getestet werden soll. Ja, die Anzahl der ganzen Assets, die hier auf den Planeten und Monden ist. Und das wird uns später auch gerade auf Hearthstone noch extrem auffallen. So, hier im Moment scheint das Wetter relativ ruhig zu sein. Was auch noch nicht mit drin ist, scheint der Temperaturteil im HUD zu sein, was wir ja gesehen haben. Hier unten links sollte ja normalerweise stehen, wie kalt es ist und wie lange wir hier in der Atmosphäre noch sein können, ohne dass wir erfrieren und so weiter und so fort. Das wird bestimmt noch in der nächsten Zeit mit reinkommen. Das ist noch nicht drin. So, aber ich muss sagen, das gefällt mir schon alles sehr gut. So. Hier wieder die Waffe, ne? So, mal gucken, ob das hier mit dem besser klappt. Ah ja. Ja, auch ganz cool. So, ja, das klappt ein bisschen besser. Das lag wahrscheinlich letztes Mal am Helm oder an der Ausrüstung, die ich anhatte. So. Ah ja, gut. Ja, da ist die Textur noch so ein bisschen... baute sich noch so ein bisschen komisch auf, aber das, wie gesagt, sind wir mal nicht so pingelig. Es ist ja wirklich ein ganz frisches PTU. So, eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Und zwar das hier. Ich dachte, das hier. Ach so, warte mal. So, wir werden immer zwischendurch natürlich Sachen ausprobieren, ist ja klar, ne? Weil ich bin ja auch kein Roboter, ne? So, ich wollte nämlich mal, wenn das geht, irgendwie die, das Knife ausrüsten. Ja, das Messer. Ne? Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo ich das mache. So, hier hätte ich jetzt gedacht vielleicht. Aber irgendwie ist es nicht da. So. Hm, keine Ahnung. Vielleicht geht das auch noch nicht. Ne? Vielleicht haben sie das auch noch nicht drin. Schauen wir mal. Wir haben es ja gekauft, aber geht irgendwie noch nicht. So, mittlere Maustaste kann man auch nichts machen. Ich kann jetzt auch nicht zuschlagen oder so, hier an den Felsen. Das geht... Oder, warte mal, ich versuche mal so. Macht er auch nicht. Was macht er hier? Nee, geht halt wirklich nur das. Na gut, okay. Dann ist das so. Ich würde sagen, Freunde, wir machen uns einfach auf den Weg zum nächsten Mond und... das wird Jela sein und ich bin gespannt, wie der jetzt in der 3.8 aussieht. Also, Freunde, bis gleich.
Freunde, was soll ich sagen? Wir sind auf Jela und uns begrüßt sofort ein kleiner Sturm. Ja, ich kann hier kaum noch was sehen, hier wie ihr seht. Ja, hier meine, hier laufen schon irgendwelche Sachen an meinem Helm runter. Das sind so Eiskristalle, ja, und Tropfen bilden sich langsam. Und das ist doch schon mal geil. Freunde, Planety Weather Effects. Naja, wir sind jetzt nicht auf einem Planet, aber trotzdem, Mond zählt ja auch. Und ich finde, das sieht richtig geil aus, ne? Auch hier fliegen die Steine nicht. So, und wir sehen so ein paar Schneestöberverwehungen hier hinten. Ja, das sieht doch voll gut aus. Leute, guckt euch das an. Ne, ich bin begeistert. Hier, das Einzige, was noch so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen rauer Wind. Ne? Dass er so ein bisschen um die Ohren fegt. Dann müsste ich die ganze Zeit nämlich so sprechen. Ne? Ah, ja, das sieht schon echt ganz nice aus. Ist zwar noch nicht das Ende der Fahnenstange, muss man wirklich sagen. Da geht noch was. Ja, ist ja aber auch bekannt. Aber auch der Boden und was wir eben gesehen haben, das ist ja auch wieder ein himmelweiter Unterschied, ne, zu vorher. Wirklich. Tippitoppi. Ich meine, klar, so ein paar Sachen sind aufgepoppt, was auch die Berge angeht. Aber auch, dass die Berge jetzt schon vom Weiten richtig Schatten werfen und so, das ist schon echt nice. Muss ich wirklich sagen. Ne, hier liegen viel weniger Steine rum als gerade noch auf Celine. Das ist aber jetzt nicht unbedingt so, dass die gesagt haben, ach komm, das machen wir mal so. Das ist einfach, Celine ist einfach ein Steinbrockenplanet. Ja, und das ist halt eher so ein Eismond. Ne? Ja, und Celine ist übrigens auch ein Mond, kein Planet. Ne? Aber halt Steine, viele Steine. So, ne, ah, das sieht doch wirklich schon wirklich echt nice aus. Gefällt mir. Freunde, wir machen uns weiter. Mir ist nämlich kalt. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal nach Daymar. Da ist es nämlich schön warm. Also, bis gleich.
und Freunde, willkommen auf Daymar, unserem Wüstenmond im Crusader-System. Und das war doch auch schon wieder mal mega beeindruckend. Also ich muss sagen, das erste Fazit des Planet Tech V4 ist wirklich fantastico el grandemissimo. So, wir werden uns jetzt ja nochmal ein bisschen umgucken. Auch hier keine fliegenden Steine, das ist schon mal sehr gut. Ja, das hat mich immer so ein bisschen gestört, das sah immer so ein bisschen, naja, komisch aus vorher, ne? Und so sieht doch ein Wüstenmond aus, oder? Na, auch von den Farben her, ich denke mal, das sind auch die Atmosphere Improvements, die hier eine Rolle spielen, auch dass die Sicht nicht mehr so weit ist. Die Farben haben sich wirklich richtig deutlich verbessert, so ein bisschen desaturierter, nicht mehr ganz so gelb, ja, alles viel angepasster. Richtig, richtig cool. Ne, auch hier mit den Felsen und so, das sieht schon wirklich, wirklich, wirklich geil aus. Gehen wir hier nochmal hoch. Auch ein leichtes Lüftchen. Ja, Temperatur kann man nicht so genau sagen, denn die Temperaturanzeige fehlt ja noch. Aber die wird auch noch kommen, denke ich mal, in nächster Zeit. So. Ja, auch so, dass der Sand halt hier so leicht auch von den Steinen weggebröckelt ist. Das ist ja jetzt auch neu. Das ist mit Microtech dazugekommen, mit dieser neuen Technik. Oh, ein kleines Blümchen. Können wir aber nicht pflücken. Ne? Das sieht doch wirklich schon richtig, richtig cool aus. Also, Freunde, da muss nicht mehr viel kommen, CIG. Ne? Nur mal so am Rande. Ihr könnt weitermachen. Ne? Müsst ihr euch jetzt hier nicht mehr so groß mit beschäftigen. Ne, das ist schon gut so. Jetzt, langsam mal. Ne, aber ich denke mal, es wird schon noch eine Version geben, weil V4 heißt ja immer noch, dass es noch weitere Geschichten irgendwann geben wird. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal aufhört. Wahrscheinlich wird das V1000 irgendwann sein, ja. Ich würde wahrscheinlich, wird es kein Final geben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, da hinten auch ein leichter Sandsturm, was man allerdings noch nicht sieht, und das wird wahrscheinlich noch kommen, ist, wenn man jetzt die Atmosphäre verlässt, dann ist auch die, ist auch kein Wetter zu erkennen. Also dann ist auch kein Sturm da. Ja, man sieht halt nicht aus der Atmosphäre, dass da unten jetzt gerade ein Sturm weht. Aber ich denke mal, das wird schon noch irgendwann kommen. So, ansonsten muss ich wirklich sagen, kann ich mich da nur wiederholen, es gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, so, gucken wir nochmal durch unsere Sniper hier. Oh. Hört sich das eigentlich an hier, warte mal. Ja. Ist auch schon ein ganz geiler Sound. Ne? War aber vorher auch schon ganz gut. Ja, nicht überall, aber so im Grunde genommen müssen wir jetzt ja auch nicht alles in den Himmel loben. Ne? Ist ja nicht alles super neu jetzt hier. War ja vorher nicht kacke. Ne? So, ich würde sagen, ich mache mich jetzt noch auf den Weg nach Delamar. Den nehmen wir noch mit in dieser Folge. Und, oh, hier ist auch ganz geil, ne? So diese Geflechte oder so. Und in der nächsten Folge geht es dann auf nach Stanton 1. Das bedeutet Hurston und seine Monde. Da bin ich auch mal gespannt. Die sehen nämlich, sahen mich vorher schon ziemlich geil aus. Ne? So, gut. Ich werde mich hier in diesem Sandsturm jetzt kurz zurück zu meiner Prospekta machen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich in Delamar bin. Ne, ich werde euch dieses Mal ein bisschen früher dazu holen, denn ich möchte euch noch eine Neuigkeit zeigen, die den Quantum Drive betrifft. Ja? Das verrate ich aber gleich erst. Also, bis gleich. So, Freunde, jetzt sind wir da und jetzt passt mal auf, was passiert. Wir verlassen nämlich den Quantum Drive schon relativ früh. Ja, wir ballern nicht mehr so nah ran an den Mond oder an den Planeten und das wirkt eigentlich schon ziemlich gut. Ja, also ein bisschen dauert es noch. Ah, wir können das ja mal beobachten. Ihr wisst ja, ja, vorher sind wir aus dem Quantum Drive gekommen und dann waren wir ja eigentlich schon fast im Planeten drin oder im Mond. Ne? Und das ist jetzt alles so ein bisschen smoother. Er geht so ein bisschen eher raus und driftet dann praktisch noch so ein bisschen so drauf zu. Ne? Achtet mal drauf. Ja, sieht echt ganz cool aus. So, außerdem habe ich gerade gesehen, auf der Star Map gibt es hier jetzt so eine Art Mining Areas. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Ne? Logisch. So, wenn wir schon mal hier sind. Ne? Wir machen ja jetzt so eine Reise quer durchs Verse. Ich weiß auch nicht genau, warum ich die Prospekta genommen habe. Ich glaube, weil ich sie immer nehme. Es ist und bleibt ein Lama-Haufen.
ein schwerfälliger Lamahaufen, muss man sagen. Das lässt sich auch nicht gut manövrieren. Aber ich sage immer so, wenn man das Ding fliegen kann, dann kann man alles andere auch steuern. Ne? Dann kommt einem alles vor wie, das ist so wie, als wenn man mit Arm- und Beingewichten joggen geht, die dann abnimmt, dann denkt man, man ist Flash danach. Ne? So, jetzt sind wir raus und jetzt seht ihr, driften wir noch so leicht hin. So, und das sieht doch schon alleine ziemlich cool aus, finde ich. Ne? So. Und dann schauen wir uns das Ganze genauso an wie bei den anderen Sachen. Das Problem ist, oder das Problem ist nicht, das, was ihr jetzt seht, wollte ich sagen, ist, dass Delamar jetzt viel, viel, viel kleiner wirkt als die anderen Monde, als wir da angekommen sind. Das liegt daran, Delamar ist winzig, piefelig klein. Ne? Das ist einfach, da sind wir ruckzuck drauf. Wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht auf die Oberfläche ballern. Deswegen muss ich früh genug in die Eisen gehen und hoffen, dass wir das Ding abfangen. Ne? Aber auch hier sehen wir schon wieder, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Ne, ich meine, klar, vorher sah das auch schon gut aus, ne? Überhaupt gar keine Frage. So, aber jetzt hat man das Gefühl, das ist keine komische, verschwommene Textur mehr, sondern das ist jetzt wirklich eine Mondoberfläche. Ja, und das Schöne an Delamar finde ich, dass man hier, dadurch, dass der so klein ist, auch schon an den Randbereichen sieht, wie die Berge sich erheben. Ne? Und das finde ich auch schon, aber das war vorher auch schon so. Das fand ich vorher schon cool. So, mal gucken, wie sich das jetzt alles verhält. Mit den ganzen Bergen und Schatten, die jetzt hier gleich aufpoppen werden. Also wir sehen unten schon leicht, dass ein Schatten vom Berg ausgeht. So, also die Texturschärfe, die ist halt wirklich top geworden, ja. Und man kann jetzt davon ausgehen, ich bin mal sehr gespannt auf Hurston, weil das interessiert mich wirklich brennend, weil da war das immer ganz schlimm. Da ist das, was man von außen gesehen hat, eigentlich nie das gewesen, was es dann war, wenn man hingeflogen ist. Ja, wenn da jetzt irgendwie was Gelbes war von außen weit weg oder irgendein Wasser, dann war da letztendlich nicht wirklich ein Wasser. Das war am Anfang ganz furchtbar. Ne? Aber auch rechts hier, guckt euch das an, wie der Berg sich da erhebt. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ne? Die Textur von Delamar gefällt mir. So, jetzt gehe ich schon mal langsam in die Eisen, denn wir sind gar nicht mehr so weit weg. Das Teil ist wirklich eigentlich nur ein Riesenfels. Ne? Ein runder. So, und dann gibt es ja auf diesem, ist ja eigentlich ein Exoplanet, ja, das ist eigentlich ein Mond, der so langsam in der Umbauphase ist zu einem Planeten, ja, einem sehr kleinen Planeten, so. Und deswegen, das wollte ich gleich sagen, hier gibt es eigentlich so spitze, ja, wie sagt man, Stalagmiten, kleine Felserhebungen. Sowas in der Art gibt es ja auf jeden Fall und das wollen wir jetzt mal angucken, wie das aussieht. Das sah halt vorher, wie gesagt, schon cool aus, aber Freunde, guckt euch das an. Ja, diese leichten Schneehügel und so, das ist schon echt, echt nice. So, wir sind immer noch relativ schnell. Ich gehe mal langsam schon mal in die Kurve rein. So, aber das sollte kein Problem sein. Da fangen wir uns ab. Und was ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe, ist, ah ja, hier, seht ihr das, wie das so langsam einfadet da rechts unten? Das ist schon wirklich nice, ne? So ganz leichte Aufpopper haben wir immer noch, aber Leute, ganz ehrlich, hey, ne, also, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Apropos spitze Steine. Ne? Also wirklich, das ist schon wahnsinnig gut. So, vorher, was wollte ich noch sagen, genau, vorher gab es, hatten viele Planeten durch die Texturen so eine Art Scheitelpunkt, ja, das ist ganz stark bei zum Beispiel bei Arkorb so gewesen und da wollen wir natürlich auch mal gucken, ob das immer noch so ist oder ob das jetzt wirklich, ich glaube nicht, ich glaube, das ist jetzt weg, ne, und Leute, also ich bin wirklich, wirklich begeistert von der ganzen Geschichte hier, muss ich echt sagen. Wir landen natürlich gleich nochmal. Ne, aber so, was jetzt hier auch viel besser ist, das war vorher immer auf Delamar so, dass die Steine, die hier hochragen, diese Spitzen, ja, ich nenne sie mal Stalagniten, obwohl Stalagniten, glaube ich, eher von oben kommen, egal, ihr wisst, was ich meine, dass die viel später erst eingefadet sind
wenn man viel näher war. Das sah immer so ein bisschen komisch aus. Das ist teilweise immer noch so, aber es ist nicht mehr ganz so extrem wie vorher. Ne? Natürlich hat jeder Mond so seine verschiedenen, ich nenne sie mal Biome, ja, mal mehr, mal weniger. Das sieht immer so ein bisschen anders aus. Ne? Deswegen gleichen sich die Bilder jetzt auch hier nicht zu meiner vorigen Aufnahme. Ne? Aber ich denke mal, der Unterschied, der wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deutlich. Alleine schon von den Bodentexturen her. Ja. So, und ich finde auch, dass sie das mittlerweile sehr gut hinkriegen, dass sich die Spiegelung der Umgebung wunderbar im Raumschiff wiederfindet. Ne? Das ist immer so ein bisschen raumschiffabhängig. Ich glaube, die Prospekta war da nie so wirklich schlecht. Ne? Und ich würde sagen, wir landen doch einfach mal hier irgendwo. Ne? Ich gucke uns mal einen schönen Platz aus. Hier, das sieht doch hier aus. Oder wir fliegen mal an so einer spitzen Stelle da hinten dran. So. Oder wir können ja mal gucken, gibt es irgendwo einen Berg? Ah, da hinten. Ja, komm, fliegen wir mal dahin. So, hier, das sieht doch gut aus. Ja, die Textur, das ist noch nicht so richtig gut. Ja, diese Streifen, die da runterkommen, das geht noch besser. Aber wie gesagt, ist ja auch erst V4, ne? So, hier gehen wir mal runter. Uns das Ganze nochmal an. Zack! Ne? Elegant gelandet, wie immer. So, und ich kann mir auch gar nicht, also hier zum Beispiel wird es kein Wetter geben. Ja, das Ding hat, glaube ich, null Atmosphäre. So, wie stehe ich jetzt hier eigentlich? Ich glaube, ziemlich bescheiden, ne? Oder? Ach, naja. Was geht schon? Ich glaube, ich bewege mich sogar ein bisschen. So, so ist besser. So. Schauen wir uns das hier Ganze nochmal an. Ah, wunderschön, Leute. Ne, guckt euch das an, hier. Oh, geil, also richtig schön, eine richtig geile Textur. Ich muss gestehen, ich habe mir das vorher gar nicht so angeguckt, aber selbst wenn, ja, das sieht trotzdem geil aus. Ja, das jetzt nicht so. Ja, ich weiß ja nicht, da fehlen wahrscheinlich so ein bisschen die Übergänge, denke ich mal. Das sollen wahrscheinlich irgendwelche Erosionsrillen sein hier. Ja, das geht noch besser. Oder vielleicht ist auch hier die Textur einfach noch nicht richtig fertig wie hier. Ja, vielleicht soll das auch noch so aussehen. Man weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall top. Ja, wirklich. So, gut. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall für die erste Runde hellauf begeistert. Ich freue mich tierisch auf Hörsten und auch auf A-Corp. Und letztendlich, da werden wir natürlich enden bei Microtech, also Stanton 4. Ne? Aber vorher wollte ich euch noch was zeigen. Also machen wir dann Mobiglas mal auf. So, und jetzt gibt es hier, also erstmal haben grundsätzlich alle Monde und Planeten wieder ihre Textur. Ja, das war ja in der 3.7, das war dann irgendwie schwarz. Ja, und jetzt haben hier wirklich alle schon ihre finale Textur erhalten. So, das sieht ganz cool aus schon mal. Und was ich aber zeigen wollte, ja, auf Delamar. Ich will jetzt noch nicht die Katze aus dem Sack lassen, da gibt es noch viel mehr, was ich euch zeigen kann. Aber guck mal, hier gibt es jetzt so Mining Claims. So, und die gucken wir uns auch nochmal kurz an, würde ich sagen. Ne? Einfach mal gucken, was das ist. So, wahrscheinlich kann man da einfach gut minern. Ist ja gut, dass wir die Prospekte haben. Ne? Keine Sorge, ich will da jetzt nicht rummeinern. Ich will einfach nur mal gucken, wie das da aussieht und ob man da spontan mal was findet. Ne? Vielleicht ist es da ja wirklich, ist ja viel los. Ne? Letztendlich, Delamar ist ja nicht in diesem System. Das habe ich ja schon öfter mal erzählt. Das kommt ja eigentlich aus dem Nyx-System. Das wird irgendwann auch verschwinden hier. Ja? Aber grundsätzlich ist Delamar wirklich so ein Mining-Bergbau-Manifest, was man da feiern kann. Das ist wirklich so ein alles rund um Bergbau. Ne? So, der Schatten ist auch noch nicht ganz taco. Ja, ich würde sagen, da machen wir nochmal einen Screenshot. Dann können wir da nochmal einen Bug-Report schreiben. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg.
da, sieht da auch wieder langsam ausfadet. Ja, das ist schon, da kann ich schon mit leben. Ne? Das könnte natürlich alles noch ein bisschen länger dauern. Aber Freunde, ne, wie gesagt, Kirche im Dorf lassen, das wird schon alles noch. So, das Gute ist, bei so geringen Atmosphären und auch bei so kleinen Schiffen können wir schon relativ früh in den Quantum Drive gehen. Und das machen wir jetzt mal. So, wo wollen wir da mal hin? Ja, also ich würde sagen, wir nehmen mal den. Nee, den nehmen wir nicht. Na gut, dann nehmen wir einen anderen. Ne? So, wo ist er jetzt? So, jetzt sind sie irgendwie weg, die Claimies. Tja, weiß ich auch nicht. Jetzt sieht man sie nicht mehr. Aber ich mache nochmal zu. So, machen wir nochmal auf. Ja, keine Ahnung. Jetzt sind sie verschwunden. Aber gut, Leute, daran soll es jetzt nicht liegen. Das ist eine Kleinigkeit. Das gucken wir uns ein andermal an. Ich würde sagen, das war's. Jetzt erstmal, wir werden uns jetzt auf den Weg nach Hörsten machen und sehen uns dann morgen wieder. So, und ich würde sagen, tschüss.